So, hallo zusammen. Wir sind jetzt unmittelbar vor Krakau. Das heißt, wir haben noch wenige Kilometer zu fahren. Haben uns jetzt über Park for Night einen Parkplatz ausgesucht, der relativ nah zur Altstadt ist. Die Stunde kostet dort, ich glaube, 6 oder 7 Zloty. Und dann werden wir uns die Stadt heute Abend anschauen, gehen dann dort schön essen und fahren dann aber heute Abend dann schon wieder weiter in Richtung, ja zumindest mal Richtung Norden. Wo genau, wissen wir noch gar nicht. Die Fahrt von Breslau bis hierher auf der Autobahn verlief reibungslos. Die Autobahnen sind tipptopp in Schuss, muss man sagen. Anders als in Deutschland zum großen Teil. Und wir hatten keinen Stau und war gut zu fahren. Also, jetzt fahren wir nach Krakau gleich rein. Noch 500 Meter bis zur Abfahrt Krakau Zentrum. Und dann schauen wir mal, wie uns Krakau gefällt. Impressionen davon zeigen wir euch natürlich. Aber das dann da geradeaus. Kannst du da geradeaus fahren? Ja. Ja, so, wir sind jetzt in Krakau angekommen. Einen Parkplatz zu finden, das war jetzt gar nicht so einfach. Den ersten Plan haben wir dann aufgegeben, weil wir diese polnischen Automaten nicht verstanden haben. Und jetzt haben wir einen Platz gefunden. Da ging es zwar relativ eng zu, 8 Zloty die Stunde, hat offen bis 22 Uhr. Das sollte uns für heute Abend ausreichen. Und ja, also unerfahren und sich nicht mit seinen Fahrzeugen auskennen, wäre es etwas eng geworden. Aber ich stehe drin in der Parklücke. Passt. Und jetzt schauen wir uns mal
so viel wie möglich von Krakau an. So, jetzt versuchen wir mal die City von Krakau zu erkunden. Bin gespannt, wie dort das Zentrum aussieht. Bis 22 Uhr haben wir Zeit, dann wird der Platz, wo unser Auto steht, geschlossen. Das heißt, wir müssen zuvor da sein. So, hallo nochmals hier aus Krakau oder aus der Nähe von Krakau. Wir haben heute Krakau, zumindest mal was den Marktplatz betrifft und alles außenrum, besichtigt, aber es war definitiv zu heiß. Mehr als 35 Grad. Es hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, aber Krakau ist schon sehr sehenswert. Es ist ja der größte Marktplatz, so wie ich gelesen habe, in Europa. Und nun sind wir auf einem kleinen Campingplatz in der Nähe von Krakau, so etwa 16 Kilometer entfernt, gelandet. Dort haben wir noch einen Platz bekommen und nun werden wir von der Betreiberfamilie bekocht. Und das freut uns, dass wir noch was zu essen bekommen und wir sind sehr gespannt. Hier geht's vom Campingplatz, der im Hintergrund hier zu sehen ist. Hier ist der Campingplatz. Es gab vor 2 Tagen hier eine Überschwemmung. Es kam viel Wasser vom Berg herunter. Deswegen ist hier auch alles relativ aufgeweicht. Aber wir haben einen trockenen Platz bekommen. Und hier geht es zur Betreiberfamilie. Und da werden wir jetzt bekocht. Sieht schon mal toll aus hier oben. Auch ein idealer Platz,
um Krakau zu besichtigen von hier aus, beziehungsweise um zu übernachten, wenn die Fahrt dann weitergehen soll, wie bei uns. Kaviarenka steht hier oben. Getränke haben wir schon. Die Suppe ist auch schon da. Was für eine Suppe ist das? Dann sage ich guten Appetit. Lamm. Das ist aus Hackfleisch. Sehr guter Salat. Das ist aus dem Kohlsalat. Kohlsalat, ja. Das ist meiner Meinung nach sehr schmeckhaft. Und jetzt, ich habe keine Kartoffeln, ich habe nur Nudeln. Oder Reis. Was es gibt. Was Ihnen besser. Was es gibt. Vielen Dank. Sieht gut aus. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Glückwoda Campingplatz, etwa 16 Kilometer von Krakau entfernt. Wir hatten eine angenehme Nacht, sind gestern bei der Hitzeschlacht in Krakau hier zu diesem Campingplatz gefahren, der etwa 16 Kilometer von Krakau entfernt liegt. Ein kleiner idyllischer Campingplatz an einem Bach gelegen. Vor wenigen Tagen gab es hier eine Sturzflut, so sagte es mir der Besitzer. Etwa ein Meter Wasser ist vom Berg heruntergekommen. Da gab es offenbar irgendwo ein Unwetter. Und teilweise sind noch so ein paar Ecken dabei, die komplett aufgeweicht sind. Wie der Platz hier ausschaut, das zeige ich euch dann im Anschluss. Wir werden jetzt gleich frühstücken und dann überlegen wir, wo heute die Fahrt weitergeht. Auf jeden Fall in Richtung Norden, in Richtung Masuren werden wir uns orientieren. Ansonsten ist der Platz, auch wenn man jetzt Krakau besuchen möchte, ideal geeignet. Ist zwar ein Stückchen weg von Krakau, aber mit dem öffentlichen Bus soll man in 40 Minuten etwa im Stadtkern sein. Das internationale Publikum hier, Schweden, Belgien, Holländer, Tschechen, Litauen und natürlich zwei, drei deutsche Wohnmobile sind hier vertreten. Es gibt auch Toiletten und Duschen, allerdings sind es, ich glaube, zwei Duschen, vier Toiletten. Das ist für Frauen und Männer der gleiche Raum oder zwei kleine Räumlichkeiten, wo das Ganze ist. Ob es hier Entsorgung gibt, kann ich jetzt so aus dem Stegreif überhaupt gar nicht sagen. Das muss ich mal noch schauen. Wie gesagt, jetzt gibt es eine kleine Platzrunde, schaut es euch an und dann werden wir uns wieder sehen und hören, wenn wir etwas weiter gefahren sind in Richtung Masuren. Was ich auch noch erwähnen wollte ist, wir hatten gestern auch nichts mehr gegessen gehabt nach dem Frühstück, als wir in Breslau losgefahren sind und die Frau hier vom Betreiber, also es ist Mann und Frau, die den Platz hier anscheinend managen, die hatte uns dann noch bewirtet. Sie hat für uns gekocht, alles was sie hatte. Das heißt, es gab kleine Frikadellen, es gab Nudeln mit Spinat, es gab Reis, es gab Soße, es gab einen Salat noch dazu und es gab noch einen Nachtisch.
Und es war alles sehr, sehr lecker und auch zu einem fairen, günstigen Preis. Das muss man sagen. Uns hat es sehr gut geschmeckt und wir haben uns gefreut, dass wir noch was bekommen haben. So, jetzt haben wir lecker gefrühstückt und nun zeige ich euch ein paar Eindrücke hier von diesem kleinen, aber idyllischen Campingplatz Glukowa Camping, 16 Kilometer von Krakau entfernt. Hier ein kleiner Überblick über den Platz. Es sind schon ein paar Wohnmobile, auch Wohnwagen, heute Morgen abgereist. Ich denke, das ist auch ein Platz, wo man eher ein, zwei Nächte bleibt. Vielleicht auch, um die Stadt Krakau zu besichtigen. Es sind auch an verschiedenen Stellen solche Hängematten angebracht. Hier ist ein kleiner Bach. Heute sieht er schon wieder viel klarer aus als gestern, weil wie der Betreiber uns gesagt hatte, gab es vor wenigen Tagen hier eine Sturzflut. Das heißt, der Platz war etwa 1 Meter unter Wasser gestanden. Teilweise sieht man noch, wie hier alles aufgeweicht ist. Und auch wie hier Reste der Flut noch in den Bäumen hängen. Hier hinten ist dann das Haus der Betreiber hier, der Besitzer hier. Da steht Kavarenka. Und Kavarenka heißt nichts anderes als Café. Und dort wurden wir dann gestern Abend sehr schön und sehr lecker und sehr gut bewirtet. Hier vorne arbeitet der Mann, der Betreiber hier und versucht die letzten Reste von dieser Sturzflut zu entfernen. Hier sieht man auch noch alles aufgeweicht, alles sehr matschig. Unser Platz ist zum Glück relativ trocken schon. Hier dann nochmals ein Überblick über den Platz, über den kleinen Campingplatz. Hier gibt es dann die Entsorgung für die Chemietoilette. Also das ist hier auch vorhanden.
Und was sich da oben befindet, habe ich jetzt auch von der Besitzerin gesagt bekommen. Hier oben wohnt der Sohn. Das ist noch im Bau zum großen Teil. 70 Quadratmeter Wohnung ist das Ganze und ist aber noch nicht ganz fertig. Und dieses Haus hier vorne, das gehört denen auch und das kann man auch mieten. Dieses Haus kann man mieten. Annette spült Geschirr. Und wie gesagt, das Haus ist noch nicht ganz fertig, wohnt der Sohn. Hier sind zwar die zwei Räume, das heißt Toilette und jeweils eine Dusche. Hier die Toiletten für Mann und Frau. Hier wird nichts getrennt. Zwei Waschbecken. So, dann fahren wir jetzt zum nächsten Ort, an einen See. Auf Touristenzahl nach Nordosten starten. 100 Kilometer knapp, 1 Stunde 18. They've all gone out the window of this car. And when I